So, Freunde, willkommen zurück zu Alien Isolation. Ah, nein! Wo kam das denn auf einmal her? Ich habe gerade die Anmoderation gemacht, da drehe ich mich um und dann bin ich tot. Vor allem der Androide steht einfach daneben so. Ja, Alien, ne? Ja, super. Das Alien hat irgendwie keinen Bock auf den. Ja, jetzt können wir das natürlich nochmal machen. Das tut mir natürlich sehr leid. Oh, nee. Oh, nö, das muss jetzt... Ah, sorry, Leute. Oh, Mann. Mikado schließt die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Erstatten Sie unterwegs Bericht. Scheiße. Wir haben das so gut in der letzten Folge gemacht. Und ich wollte es jetzt wirklich nur mal ausprobieren. Ich weiß, ein Standardsatz von mir in Alien Isolation. Ich wollte es nur ausprobieren. Aber ja, ihr seht, Tatsache. Wenn man dann hier läuft, kurz sprintet, ist das Ding sofort hinter einem. Also überhaupt gar keine Chance mehr. Ricardo schließt die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Erstatten Sie unterwegs Bericht. Auf jeden Fall, hier waren wir noch gar nicht. Hier gibt es noch ein paar Sachen zu finden. Ich glaube, das war ein Sensor gerade. Taschenlampenbatterien. Irgendwie finden wir die nie, habe ich das Gefühl, oder ich sehe es nie. Aber haben trotzdem immer genug dabei. Boah, wir sind aber auch so schon sehr laut, ne? Wenn wir so normal gehen. Habe ich gerade das Gefühl. Ja gut, wir wissen ja, was zu tun ist. Das geht ja schnell. Das haben wir ja in 5 Minuten dann. Und ich hoffe, der Plan geht einigermaßen auf. Wobei, das Geile ist natürlich, dass wir uns da dann jetzt auch mal umsehen können. Ich weiß gar nicht, wie groß das jetzt hier noch ist. Ja, aber es ist vielleicht gar nicht mal so blöd. Mann, ich will... Ja, ja, es gibt so vieles, was wir nicht mitnehmen können. Warum macht die denn jetzt immer so Geräusche auf einmal? Oh, hier können wir auch hin. Ach, hier sind wir dann. Ach, das ist ja interessant. Nein! Wofür? Macht das einen Sinn? Wo ist denn da hier? Bin ich gerade mich jetzt blöd? Hä? Ach so, ja, das ist natürlich blöd. Gerade nicht aufgepasst. So. Hat das, macht das Sinn? Können wir irgendwas Bestimmtes dann machen? Sinclair. Mir liegen bestätigte Berichte vor, dass Sie und Ihre Männer auf Zivilisten schießen und Vorräte plündern. Wenn ich einen Weg finde, dieses Wesen zu töten, hoffe ich, dass es Sie schon vorher gefunden hat. Raids. Waffenruhe. Sinclair, ich weiß, wir hatten unsere Differenzen seit der Ankunft von Ihnen.
Von Ihnen und Ihrem Sicherheitsdienst auf Sevastopol, aber die momentane Lage ist ernst. Wir müssen eine gemeinsame Front bilden. Im Gegenzug für Ihre absolute Kooperation bin ich bereit, meine Ermittlungen über Ihre Schwarzmarktaktivitäten einzustellen und alle Anschuldigungen bezüglich des Marshall-Büros im Systag-Turm, von wo aus Sie und Ihre Gegnerkollegen Ihre Geschäfte führten, zurückzuziehen. Packen wir die Sache richtig an. Marshall Raids. So, Zellen. Zellen öffnen. Ja. Boah, Alter. Okay, das sind die ganzen Zellen dann hier. Aber wenn das Ding jetzt hier runterkommt, haben wir echt ein Problem. Man müsste hier irgendwo mal speichern können. Ich weiß nicht, warum die jetzt so laut ist bei jeder Bewegung. Wir sollten auf jeden Fall nochmal speichern. Naja, gut, komm. So. Wartungszugang verschlossen. Bestätigt, Ripley. Hi. Ist es immer derselbe? Ich glaube, das ist immer derselbe, der hier rumgeht, ne? Ja, ja, darum war der auch eben auf einmal weg. So, jetzt müssen wir uns natürlich hier nicht nochmal lang umgucken, nur ob da irgendwas Interessantes noch zum Aufsammeln ist. Dann machen wir da hinten die Notfallabriegelung. Die Karte nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit die Revolvermunition. Ja, nehmen wir auch mit. So. Und so. Perfekt. Vorratsspeicher verschlossen. Okay. Ob das Ding weiß, was wir da machen? Na gut, auf jeden Fall. Jetzt ist der Revolver wieder voll. Wir können jetzt hier noch zumachen. Zack. Und zack. So sieht das doch gut aus. In Sixen finden Sie Rückhalt. Hilfe. Von Anfang bis Ende haben Sie sich verlassen. Nee. Eigentlich nicht. Ach, guck mal, hier ist auch noch eine Karte, was man mal alles übersieht, ne? Ach so. Wo bin ich denn da rausgegangen? Wo bin ich denn das letzte Mal da rausgegangen? Ach so, okay. Ach so. Wait, können Sie mich mit Ripley verbinden? Sie sind bereits verbunden. Ripley, es gibt einen Umgehungsbefehl, mit dem Sie die Notfallabriegelung einleiten können. Er ist im Terminal hinter der Rezeption. Scheiße. So, dann machen wir das. Youth, Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelaisarchiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Aber es muss ja trotzdem niemand sonst davon Bescheid wissen, oder nicht? Wenn Sie den Mund aufmachen, wird das Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt vieles, das Marie nicht weiß, oder? Lassen Sie sie entschlüsseln und geben Sie mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Es muss nicht eskalieren. Okay. Wie aktivieren wir den denn jetzt?
Ricardo, Server haben Rezeption verschlossen. Gute Arbeit. Okay. Gehen Sie zur Serverfarm durch. Leise. Alter, ich bin so angespannt. Hi. Mann, Freunde. Aber es läuft soweit eigentlich ganz gut. Auch wenn wir eben mal gestorben sind. Ich habe am Terminal in der Serverfarm eine Notfallabregelung eingerichtet. Sie müssen sie dort auslösen und dann raus da. Ich werde ihren Ausgang offen halten, bis sie durch sind und dann die Falle schließen. Erstmal speichern. Kann man eigentlich jetzt auch getötet werden in diesem Moment? Das weiß ich gar nicht. Wenn man am Terminal sitzt, kann man ja auch vom Alien hinterrücks getötet werden. Das weiß ich auf jeden Fall. So, wir haben gerade eine Blaupause für den Geräuschmacher gefunden. Aber hatten wir doch schon, oder? Ja, habe ich mich nämlich gerade gewundert. Egal. Noch ein. Ja, so. So, jetzt haben wir mal ein MIDI-Pack, oder? Ja. Genau. Wobei, ein MIDI-Pack braucht man eigentlich gar nicht in diesem Spiel hier. Ist eigentlich über... Viel zu... Ja, ich meine, man wird da sowieso nicht verletzt. Ich will auch den Flammenwerfer gar nicht ausprobieren. Also, ich will euch den mal zeigen. Ich will mir den selber mal zeigen. Aber... Braucht man nicht unbedingt, beziehungsweise... Ist halt blöd, den einzusetzen. Dann weiß das Alien ja, dass du da bist. In einer brenzligen Situation, klar, kann man den mal einsetzen, aber ich will gar nicht erst, dass es zu so einer Situation kommt. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt echt aufpassen. Wir sind in der Serverfarm drin, hier die ganzen Serverschränke und so. Und ich glaube auch, dass das Alien jetzt gleich vorbeikommt. Deswegen versuche ich mich möglichst gut darauf einzustellen. Boah, ich glaube, das wird echt noch krass. Tschüss, da war das Alien gerade. Einfach mal so. Hattest du uns jetzt gesehen? Nicht identifizierte Spezies. Was sind sie? Oh, geil. Fuck, ey. Scheiße, jetzt sind wir wieder in so einer Situation. Wie soll ich die denn abriegeln? Fuck, war klar. Sorry, dass ich so geschrien habe. Ich hab's kommen sehen, aber ich war mir nicht sicher. Fuck, ja, scheiße, ey. Ja, da oben ging es gar nicht mehr lang, oder? Ja, man könnte sich natürlich hier auch nochmal umgucken. Das würde vielleicht sogar Sinn machen. Boah, ich habe mich so erschrocken. Unglaublich. Kommt das da einfach? Geil.
Jetzt läuft das ja auch schon rum. Fuck. Scheiße. Jetzt sind wir wieder in so einer Situation hier. Ja. Wunderbar. Bin mir nicht so sicher, wie gut der Geräuschemacher jetzt wirklich ist. Ob der den dann... Der macht... Ist Alien eigentlich nur aufmerksam? Auf uns. Das muss ja nicht sein. Weil das Alien ist einfach zu gut. Das sieht einfach viel zu viel. Kann man hier drunter her? Nein. Doch. Doch noch lauter. Ja. Okay, dann planen wir jetzt mal. Soll der Scheiß denn jetzt? Gibt's doch gar nicht. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Okay, gut. Okay, dann planen wir das jetzt mal. Da müssen wir hin. Das ist diese. Schließen Sie auf der. Hier ist die Kreatur dort einschließen. Fuck. Es ist immer, wenn ich rausgehe, kommt es dann. Ach, ist doch blöd. Ich hole jetzt gleich den Flammenwerfer raus. Hast du einen Verdacht, dass ich hier drin bin? Nein, dann geh bitte. Hi. Boah, diese Schritte einfach so laut. Wenn wir einfach diesen Geräuschmacher nach links werfen. Wenn ich jetzt rausgehe, dann kommt es wieder. Guck. Aber das bleibt in diesem Raum. Das geht nicht mehr hinten rüber, ne, wo ich gespeichert habe. Das ist nämlich blöd. Wenn es da hinten ist, dann habe ich hier gar kein Problem. Das ist sofort hier. Ich dachte, das wäre woanders. Ja, guck. Ich wäre sofort wieder tot gewesen. Ich wäre sofort wieder tot gewesen. Ey. Regeln Sie die Serverfarm ab, danke. Boah, es fuckt mittlerweile echt ein bisschen ab, dass man nichts gegen dieses Ding tun kann. Spannend. Die drei Details im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. Wir haben ein Demonstrationsverzeichnis und identifizierte Spezies.
Scheiße, so Freunde, ich bin noch da, ich lebe noch. Ich bin nur leicht angespannt. Alter, ey, das ist so kacke hier. Alter, wir müssen das jetzt ab. Wir sind genau richtig hier. Wenn das jetzt hier runterkommt, an die Arschkarte. Okay. Was? Ja. Reicht das? Das war's. Geschafft. Ist mein Ausgang offen, Ricardo? Einen Augenblick. Ricardo, ist der Ausgang offen? Scheiße, er ist zu. Bewegt sich kein Stück. Was zur Hölle soll das, Ricardo? Bringen Sie das in Ordnung? Oh Gott. Es tut mir leid, Ripley. Ich arbeite dran. Alter. Ricardo, was ist los? Ich brauche mehr Zeit. Ich habe nicht mehr Zeit. Alter, Mann. Nein. Okay, ich hab's. Raus damit, sofort. Nein! Ich hab gespeichert. Ich hab da gespeichert, ne? Ich bin gerade echt wieder am Ende. Ich bin ein wenig am Ende hier. Okay, war aber nicht so schlecht, dass wir da gespeichert haben. Ja, Freunde, wir haben uns gerade in eine sehr brenzlige Situation gebracht. Mann. Scheiße. Ja, das war's mal wieder. Scheiße. 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 Ja, echt ziemlich blöd. Das war aber die einzige Möglichkeit, da zu speichern. Richtig kacke gespeichert. Das kommt nämlich davon, wenn man nicht bis zum Ende die Nerven behalten kann. Super. Ja, das Spiel ist natürlich jetzt auch noch abgestürzt an dieser Stelle. Das heißt, dann mache ich wirklich auch hier eine Pause von der Folge
Und ja, ich hoffe, dass wir irgendwie aus dieser Situation da wieder rauskommen werden. Keine Ahnung. Gucken wir einfach mal. In dem Sinne natürlich euch noch eine gute Nacht oder einen guten Tag, einen guten Abend, wann ihr das Video auch immer sehen werdet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal mit Alien Isolation. Ciao, ciao. oh, fuck.